Lady Diana wurde umgebracht. Genauso wie Jörg Haider. 9/11 war ein Inside-Job, während Bill Gates gemeinsam mit 5G und Covid-19 nach der Weltherrschaft trachtet, während Elon Musk Kinder in Telekinese ausbildet. Zugegeben, das klingt jetzt alles recht eigenartig, sind klarerweise Verschwörungstheorien, aber Menschen glauben teilweise an so etwas. Und vielleicht habt ihr auch einen Menschen in eurem Umfeld, der schon mal auf eine Verschwörungstheorie reingefallen ist, mit denen liebäugelt oder sogar selbst verbreitet. Und ich weiß jetzt, was viele von euch sagen werden. Ihr werdet jetzt mit den Augen rollen und sagen, oh, ja, aber sowas glauben ja nur Leute, die sich nicht bilden und unreflektiert sind. Aber ganz so einfach ist das nicht. Wieso Menschen an Verschwörungserzählungen glauben, ist ein breites Thema und kann niemals in nur einem Video erklärt werden. Ich möchte euch heute aber von einem psychologischen Effekt erzählen, der damit zu tun hat, und zwar dem Proportionality Bias. Zu Deutsch so viel wie die Neigung zur Verhältnismäßigkeit. Um das etwas näher zu verstehen, müssen wir uns erst einer Sache bewusst werden, und zwar: Verschwörungserzählungen drehen sich meist um große Dinge, große Situationen und Ereignisse, die die Welt bewegt haben. 9/11, das Attentat auf JFK, Fukushima oder eben auch Covid-19. Und unser Hirn verknüpft gerne große Ereignisse mit großen Ursachen. Das wurde auch schon mal erforscht, zum Beispiel von Professor LaBeouf von der Washington University in St. Louis und Michael Norton aus Harvard. Die haben herausgefunden, dass Menschen anders auf Situationen und Ereignisse reagieren, wenn etwas Gravierendes daraus resultiert. Wie haben die das gemacht? Naja, die haben zum Beispiel ihre Studentengruppen aufgeteilt in zwei Lager und der ersten Gruppe haben sie gesagt, Staatsoberhaupt XY ist gestorben und daraufhin ist ein Krieg entbrannt. Der anderen Gruppe haben sie gesagt, Staatsoberhaupt XY ist gestorben. Punkt. Das Ergebnis? Die Gruppe, die gedacht hatte, dass nach dem Tod des Politikers ein Krieg entbrannt ist, hat viel eher daran geglaubt, dass der Politiker ermordet worden ist. Die andere Gruppe ging viel eher von einem natürlichen Tod aus. Und genau das ist der Proportionality Bias. Das menschliche Hirn neigt dazu, große Events mit großen Ursachen zu verknüpfen. Dass Zufälle zum Beispiel zu ähnlich großen Events führen können, ist für unser Hirn sehr unbefriedigend. Das Hirn sucht nach einer verhältnismäßig großen Ursache, die dem Einfluss des geschehenen Events gleichkommt. Deshalb sind Verschwörungstheorien über das Coronavirus auch so beliebt. Hätte Corona vielleicht nur 100 Menschen in China umgebracht, dann wäre das vielen Menschen relativ egal. Dann gäbe es keine Verschwörungstheorie mit 5G oder Bill Gates. Aber dass eine zufällige Mutation in einem Virus stammt, den man irgendwo schon mal irgendwo kannte, plötzlich dazu führt, dass die ganze Welt stillsteht, das kann kein Zufall sein. Und schon sind wir mitten in der Verschwörungserzählung drin. Im besten Fall haben wir jetzt auch noch alternative Erklärungen und alternative Fakten, damit unser Hirn diese Erzählung in ein Muster packen kann. Unser Gehirn liebt nämlich Muster. Zufälle passen da nicht so gut rein. Gefährlich wird's nur, wenn diese Denkfalle irgendwann zur Überzeugung wird. Vielleicht auch ganz spannend als Randinfo: Wenn man selbst von einem Event betroffen ist, ist man weitaus anfälliger für solch alternative Erklärungen. Was wir aber eben aus der Forschung auch wissen, ist, dass dieses Bedürfnis, Muster auch da zu sehen, wo keine sind, oder auch eben großen Ereignissen, großen Ursachen zuzusprechen, bei Menschen mit einer ausgeprägten Verschwörungstendenz stärker verbreitet. Das ist Pia Lamberti, sie ist Sozialpsychologin und forscht zum Thema Verschwörungsideologien. Ist also jeder, der auf Verschwörungstheorien reinfällt, ungebildet, unreflektiert und lässt sich einfach nicht auf Fakten ein? Nein, natürlich nicht. Unser Hirn kann uns in spektakulären Situationen allerdings einen Streich spielen und uns somit anfälliger für atemberaubende Geschichten machen. Jedem und jeder kann es mal passieren, auf eine Verschwörungstheorie reinzufallen, weil wir in Denkstrukturen agieren, die unser Hirn kennt. Muster, Verhältnismäßigkeit und Erklärungen. Es ist ja an sich so, dass Menschen versuchen, die Welt um sich herum handhabbar zu machen, sie zu verstehen, Sinn zu generieren. Und es ist eben gerade bei großen Ursachen so, dass es für einen ja oft schwer ist, anzunehmen, dass es einfach so passiert, das war Zufall, Unglück, das passiert ist, sondern man versucht eben hier nochmal einen Sinn dahinter zu sehen und das Ganze so besser verarbeiten zu können. Also, dass eben zum Beispiel der Tod einer bekannten Person nicht einfach ein Unfall war, der einfach so passiert ist oder eben aufgrund von Fahrlässigkeit, sondern dass es eine tiefer liegende Ursache gibt. Dieser psychologische Effekt ist natürlich nicht die einzige Erklärung für das große Thema Verschwörungstheorien, aber er ist einer von vielen psychologischen und gesellschaftlichen Aspekten, der das Thema verständlicher macht.
Ganz ehrlich, seid ihr schon mal auf Fake News oder eine Verschwörungstheorie reingefallen? Wenn ja, auf welche? Schreibt es uns doch gerne unten in die Standardkommentare. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und ihr seid auf der Hut vor bösen Bill Gates 5G-Verschwörungstheorien. Bis dahin, passt auf euch auf, Freunde. Bussi, euer Max Leschanz.